Auf meinem Balkon brütet seit 2016, also jetzt schon zum vierten Mal in Folge, eine Graugans. Naja, und nachdem klar war, dass die Gans jetzt regelmäßig wiederkommt, habe ich mal eine Umfrage gestartet, wie wir die Gans jetzt nennen wollen. Die Fernsehteams und die Presse fragten ja auch, wie die Gans heißt. Weil die Gans und ich im schönen Hamburg-Barmbek in der Emil-Janssen-Straße wohnen, kam irgendwann der Vorschlag Emil und Emilia. Am 17. April war dann der große Tag. Gänse legen Eier und brüten die dann 28 Tage lang aus. Und am 17. April sind 5 kleine Küken geflüchtet. Ich habe das Piepen schon durchs Fenster gehört und wollte gerade mal nach ihr sehen, nehme die Kamera mit und dann sitzt der kleine Kerl vor der Tür. Mein Balkon ist im vierten Stock und der Weg zum nächsten Wasser führt über Straße und Schiene und deswegen brauchen die Kleinen da ein bisschen Hilfe, damit sie da auch lebend ankommen. Ach ja, Entschuldigung wegen dem Gewackel und der Unschärfe. Ich bin kein Kameramann. Ein Problem ist auch leider die Kiste. Die ist so hoch, dass die Gössel da alleine nicht rauskommen. Deswegen brauchen sie unsere Hilfe. Im allerersten Jahr der Gans ist es leider nicht so gut ausgegangen. Da haben sich die Krähen die Gössel geholt. Aber das weiß Mutter Gans natürlich nicht. Ich würde es eher sagen, echt, ich habe es auch schon versucht. Aber dann kommt immer noch... Gans und Gante haben letztes Jahr ganz deutlich gezeigt, dass sie von menschlicher Architektur wirklich keine Ahnung haben. Die haben echt gedacht, die Gösse klärt dann da aus der Kiste und springen runter und landen unten auf dem Rasen. Dann watscheln die alle zusammen zum Wasser. Ja, Pustekuchen. Oh, und so haben sie dann die ganze Straße aus dem Bett gequakt. Und mich auch. Und so habe ich letztes Jahr die Gösse alleine zum Wasser gebracht. Aber dieses Mal brauchte ich etwas Hilfe. Am Mittwoch, also am 17. April, sind die Küken geschlüpft und ich habe fest damit gerechnet, dass die Eltern am nächsten Tag wieder morgens Radau machen und unten auf der Straße nach ihnen Nachwuchs rufen. Deswegen habe ich dieses Mal auf der Arbeit angerufen, Bescheid gesagt, dass ich später komme und mir Simon und Ingo vom Neuen Täter e.V. zur Hilfe geholt. Simon guckt also erstmal, ob die Gösse schon wach genug sind, dass man sie auswildern kann. Und gestern hast du ihn zum ersten Mal auch gesehen? Mhm. Gestern sind rumgelaufen, wie Uhr? Eine. Da waren sie schon unterwegs. Simon hatte anfangs noch leichte Zweifel, ob die Gösse schon wach genug sind. Deswegen sitzt er eine Weile und guckt. Aber 2 Wochen später ist die Familie mit 5 Gösseln komplett im Stadtpark gesehen worden. Ist also alles gut gegangen. Was in der Situation jetzt auch noch ein bisschen blöde ist, dass wir kein richtiges Behältnis haben für die Gans. Also Emilia kam im letzten Jahr in so einen Katzenkorb rein,
weil wir sie ja mitnehmen mussten mit den Gösseln. Und in diesem Jahr habe ich Simon auf dem Fahrrad erwischt, telefonisch. Und da hat er keinen Katzenkorb dabei gehabt. Deswegen mussten wir uns was anderes einfallen lassen. Dann sollten wir das jetzt durchziehen. Ist ja warm und trocken. Wenn die Gäste nicht glücklich sind, werden wir später heute loskommen. Ja, schon recht runter. Das ist ja so doof in der Ecke hinten, ne? Wir lassen sie einmal. Als Abschiedsgeschenk. Dünger. Hier, die Küken, ganz schnell, bevor die runterhüpfen, ne? Einer von euch. Einen Deckel. Für alle Gössel war es im Eimer leider ein bisschen eng. Deswegen habe ich sie in eine Papiertüte umgepackt. Ah, die kacken ja doch ein bisschen. Eben. Weil wir den Katzenkorb diesmal nicht dabei hatten, blieb uns nichts anderes übrig, als die Gans in den Eimer zu tun. Im nächsten Jahr werde ich aber dafür sorgen, dass ein Katzenkorb bereitsteht. Tja, da war ich leider nicht schnell genug mit der Kamera, um zu filmen, wie Simon die Gans ins Wasser lässt. Nun stelle sich aber ein ganz anderes Problem. Da war noch ein anderes Pärchen im Wasser und das war deren Revier und die hätten die Gössel mal so eben ratzfatz umgebracht. Deswegen mussten wir noch auf Emil warten. Der Ganter hält seine Artgenossen im Zaum und auch den Schwan, der da noch rumschwamm. Der Schwan, der da rumschwamm. Und da kommt er auch schon, der Gänsepapa. Die Leute merken, ich kann ihn ein bisschen mit Brot hinhalten.
Und an dieser Stelle hätte die Geschichte auch schon vorbei sein können, wenn nicht plötzlich... Dieser Schwan macht schon lange von sich reden, weil er immer wieder und ohne Grund Küken und Gössel abmurkst. Und meine Erdbeeren können jetzt wieder wachsen, ohne plattgedrückt zu werden.